Guten Abend wünsche ich. Sie können sich an mich erinnern, ja? Schweig Josef, Offiziersbursche beim Oberleutnant Lukas, Kompaniechef der 1. Kompanie des K&K 91. Infanterieregiments in Budweis, Heeresersatzreserve 1, Marschkompanie. Sehen Sie, jetzt geht es los. Und warum geht es los? Alles wegen dem Hunterl vom Herrn Oberst, den was ich für meinen Oberleutnant besorgt habe. Weil der Oberst ist uns draufgekommen und hat uns zur Strafe an die Front versetzt. Aber so schnell, wie er sich das vorstellt, wird das auch nicht gehen. Weil nach Budweis zum Beispiel, da bin ich lang nicht hingekommen, weil ich habe mich ein bisschen verlaufen. Und jetzt fahren wir ins Lager am Truppenübungsplatz nach Bruck an der Leitha. Und von Bruck geht es dann in die Etappe. Das ist auch nicht so schlecht. Und bis wir an die Front kommen, da fließt noch viel Wasser die Moldau hinunter. Naja, die Hauptsache für mich ist, dass ich wieder zu meinem Oberleutnant Lukas komme. Servus. Beim Fenster haben Sie nichts verloren. Ja. Vorschriftsmäßig hätten Sie uns beim Zugkommandanten melden müssen. Wenn ich daran denke, dass wir nicht gemeldet sind, da bäumt sich mein militärisches Blut in mir auf. Wir sind ja wie die Zigeuner, wie die Landstreicher, die was Gottes Licht scheinen müssen. Außerdem muss ich nach der K&K-Verordnung vom 21. November 1897 in jedem Arrestantenwagen ein Abort befinden oder ein bedecktes Gefäß zur Verrichtung der kleinen und großen Notdurft. Sie können uns aus dem Fenster machen. Wir haben was vergessen. Ein Arrestant darf nicht zum Fenster gehen. No? Herr Korporal, wenn 11 Uhr sein wird, müssen wir sagen, dass meine Strafzeit abgelaufen und dann muss ich in den Viehwaggon gebracht werden. Kein Soldat darf länger festgehalten werden in Arrestantenwagen, wie seine Strafzeit dauert. Beim Militär muss Ordnung und Disziplin herrschen. Es ist 10:30. Ich bin sehr neugierig, was Sie in einer halben Stunde machen werden. In einer halben Stunde gehöre ich in den Viehwaggon. Sie halten's das Maul und quatschen's nicht. Sie sind eine Wanze. Und er ist der liebe Gott, oder? Er kann nichts dafür. Bei vielen Geschlechtern und Arten hat die Natur dem Lebewesen jede Art von Intelligenz versagt. Ich lass sie einsperren. Anstatt danach zu trachten, sich hervorzutun und den Rang zu erlangen, der Ihnen nach Ihrer Intelligenz gebührt, sind Sie von einem Arrest in den anderen gewandert. Und hier steht in Ihren Akten, politisch verdächtig. Das Regiment muss sich für Sie schämen. Aber Sie können Ihre Fehler gut machen, wenn Sie Ihre Kräfte mit aller Liebe dem Bataillon widmen. Nehmen Sie Platz. Als Kandidat der Philosophie haben Sie sicher die Fähigkeit zu schreiben. Jedes Bataillon im Felde braucht einen Mann, der eine chronologische Übersicht über alle Kriegsbegebenheiten auf dem Schlachtfeld führt. Es ist notwendig, dass alle glorreichen Momente der Truppe festgehalten werden, in denen sie eine hervorragende Rolle spielt. Haben Sie mich verstanden? Herr Hauptmann, wir dürfen sicher sein, dass unser Bataillon von Sieg zu Sieg eilen wird.
mir eingefallen? Na los, vorwärts, nimm schon. Es soll eine große Schlacht geben haben. Der Hindenburg ist schon hinter der Weichsau. Die Serben sind stärker, als man denkt. So. Dosen. Noch eine, so ist richtig. Jawohl. Nur nicht sparen, nicht wahr? Arbeus, Soldat müssen leben. Servus. Schweig. Wem bringen Sie das? Ihnen, Herr Oberleutnant. Ja, Herr Oberleutnant, ich weiß nicht, wo Herr Oberleutnant sein Coupé haben. Und außerdem, Herr Oberleutnant, ich weiß nicht, ob Herr Oberleutnant wollen, dass ich noch immer Ihr Putzfleck bin. Herr Oberleutnant, bitte, wenn irgendwas passiert ist, es war immer reiner Zufall, es war eine Fügung Gottes. Ich habe nie nicht absichtlich einen Skandal gemacht. Und Herr Oberleutnant, ich bin wirklich traurig, dass wir beide davon immer so viel Kummer haben und dass es uns alles nur zum Unglück ausschlägt. Ach, weinen Sie nicht, Schweig. Ich werde schon so einrichten, dass Sie wieder bei mir bleiben. Nein, ich weiß nicht, Oberleutnant, dass ich nicht weine, aber ich bin so traurig, dass wir zwei die unglücklichsten Menschen in diesem ganzen Krieg sind. Es ist ein grässliches Schicksal, wenn ich denke, dass ich immer so fürsorglich bin. Beruhigen Sie sich, Schweig. Oberleutnant, wenn es nicht gegen die Subordination wäre, möchte ich sagen, dass ich mich überhaupt nicht beruhigen kann. Aber so sage ich, jawohl, Oberleutnant, ich bin schon beruhigt. Also kriegen Sie schon einen Waggon. Welle Gossamst, Oberleutnant, dass ich schon kriege. Frische Holz, mehr Dampf als Wärme. Thank you.
solche Darbietungen geschmacklos. Ich gehe nach Hause. Bitte geh nach Hause. Ja, ich meine, Engelchen, wenn du natürlich nach Hause gehen willst, dann werden wir nach Hause gehen. Es ist widerlich, wie du mit diesen Weibern kokettierst. Aber Engelchen, ich habe doch nicht kokettiert, ich schwöre dir. Engelchen, glaube mir, du irrst mich, ich habe überhaupt nicht kokettiert. Ich muss gehen. Hier haben wir Sie, Engelchen, ich beschwöre dich zum letzten Mal. Oh, mein Engelchen, sehr schön. Weil ich gehe sehr gerne mit dir nach Hause. Kennen Sie die Dame? Ja, das sind Herr und Frau Kakomi. Er hat in der Hauptstraße 16 eine Apotheke und drüben im Stock die Wohnung. Sie ist aus Dresden und er ist Ungar. Was geht hier alles so durcheinander? Schweck, ich muss mit Ihnen reden. Zu Befehl, Oberleutnant. Lassen Sie das zu Befehl, halten Sie das Maul und passen Sie auf. Jawohl. Wissen Sie, wo drüben in Kirau Jehida die Hauptstraße ist? Jawohl, Oberleutnant. Lassen Sie das schon, jawohl, Oberleutnant. Schreiben Sie aber ein Stückchen bei mir, Hauptstraße 16. In dem Haus ist eine Apotheke. Wissen Sie, was das ist, eine Apotheke? Melden was, Oberleutnant, das, ja. Sie wissen es, gut. Der Laden gehört einem Ungarn, einem gewissen Kakoni. Er wohnt im ersten Stock über dem Laden. Wissen Sie davon? Will ich ausnahms das? Nein. Sie wissen es nicht. Gott sei Dank, ich sage Ihnen, dass er dort wohnt. Genügt Ihnen das? Wenn er nicht genügen sollte, lasse ich Sie einsperren. Und sich notiert, dass der Kerl Kakoni heißt. Sie werden morgen früh ungefähr um 10 Uhr dorthin gehen und Frau Kakoni diesen Brief übergeben. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, Schweck. Notieren Sie sich noch, dass die Dame Etelka heißt. Sie müssen den Brief unter allen Umständen diskret überreichen und auf Antwort warten. Herr Oberleutnant, was möchte sein, wenn mir die Dame keine Antwort nicht gibt? Dann werden Sie sie darauf aufmerksam machen, dass ich um jeden Preis Antwort haben muss. So, jetzt gehe ich schlafen. Steirische Regiment zugeteilt. Und du? Ich bin bei die 91er. Ja, darauf müssen wir eins trinken. Komm mit ins Rote Lamm. Ja? Ja, dort verkehren viele Tschechen. Dort ist die Ruschenka-Kennerin. Die aus Prag, aus dem Roten Stern. Aus dem Roten Stern, die Ruschenka, ich weiß die. Und das ist eigentlich. Auf ein Glasl habe ich immer Zeit. Und gehst eigentlich hin? Das ist ein Geheimnis. Aber dir als alten Kameraden werde ich es anvertrauen. Im Krieg kann man nicht drauf sehen, was Tschechen und Magyaren sind. Die Schäler dort geschlagen haben. Wie schön. Wenn er mal ein richtiger Schwein ist. Aber wir müssen mit dem Krieg gewinnen. Geht das euch nicht? Also. Mein Freund! Ich sag dir, diese Magyaren kennst du nicht. Sie sind ein Gesindel. Schau, Ruschka, manch einer von den Magyaren wird gar nicht dafür kennen, dass er ein Magyar ist. Jeder kann dafür. Das ist eine Dummheit. Na so schön. Weißt du, ich gehe jetzt diesen Brief wegbringen und bin gleich wieder da. Du kannst hier auf mich warten, weißt du? Ich soll dich allein gehen lassen? Du kennst nicht die Magyaren. Ich sag dir sofort, hier müssen wir aufpassen. Du musst da bleiben. Ich werde ihm eins aufhauen. Lass mich!
aufschauen. Du kannst doch keinen Skandal machen. Du hast doch nicht so viel getrunken. Ich hab doch um 2/4 noch mehr getrunken wie du. Und außerdem denk doch immer dran, dass es sich um ein Weibsbild handelt. Ja, ich hau auch den Weibsbilanzer runter. Mir ist das alles eins. Das kannst du mir doch nicht antun, dass du mich von dir wegstoßt. Jetzt, wo wir uns nach so vielen Jahren sehen. Noch dazu, dass solcher Mund stimmt. Also Chef, komm mit. Zahlen bitte. Und merk dir eines, Vorsicht ist die Mutter der Weisheit. Ich kümmere mich nicht darum. Er darf nicht einmal Zeit haben zum Maul aufmachen. Ich habe mit niemand nicht zu verhandeln. 1, 2, 3 und der fliegt die Stiege herunter. Bitte schön, was wünschen die Herren, bitte schön? Bitte, Fräulein, sagen Sie der Frau, ein Herr wartet hier am Gang heraus mit einem Brief. Moment, bitte schön. Das ist eine fesche Person, was? Ich wundere mich über dich, dass du mit so einem Lud überhaupt sprichst. Bitte schön. Frau hat gesagt, hat keine Zeit, bitte schön. Wenn was ist, bitte schön. Sie möchten mir geben und sagen, bitte schön. Also bitte schön, geben Sie den Brief der Frau, nicht wahr? Aber halten Sie Buschen und sagen Sie, ein Herr, ich warte hier im Vorzimmer. Bitte schön. Nun, no, was setzt du dich nicht? Wirst hier herumstehen wie ein Bettler und erniedrig dich nicht vor dem Matjaren. Wir sehen, was wir für Scherereien mit ihm haben werden. Doch ist einer unverschämt, ein Wort, was ist aber der beste Lautbuluder? Gestern hast du doch gesehen, ja genau gesehen, weißt du was, du bist einer Schlappe, bist du. Und wo ist der Kerl, der den Brief gebracht hat? Was sagte, brill uns hier nicht so herum, damit du nicht herausfliegst. Wenn du wissen willst, wer den Brief gebracht hat, dann frag doch den Kameraden. Aber sprich anständig mit ihm, sonst fliegst du heraus. Also bitte, natürlich, es hätte uns ja einfallen können, dass wir sie vielleicht beim Mittag mal stellen. Ja, natürlich nicht. Aber dieser Brief, der kommt zu Regimentskommandeur. Was heißt Regimentskommandeur? Der kommt zu Division, dem Kriegsministerium. Bitte, sofort! Bitte, den Brief hat kein Oberleutnant geschrieben, den Brief habe ich geschrieben. What? Und die Unterschrift ist eine Fälschung, weil ich bin verliebt in Ihre Frau. Bist du bei meine Ordnung? Also, Sie sind so ein unverschämter Kerl. Halt das nicht an! Oh. So etwas auch! So! Noch! Stopp, Herr! Aus der Person! Frau, das ist die Serviette von Ihrem Herrn Gemahl. Es ist möglich, dass sonst irgendjemand drauf herumtritt. Bitte schön. Wünsche gesegnete Mahlzeit. Also, ja. Gut weg! Na, halt, Mongol! Will doch kein Blumentopf! Na, hab ich dir nicht gesagt, dass du diese Matjaren nicht kennst? Raus! Zurück da! Ich Gott verfluchte Zivilisten, ihr habt da nichts verloren! Was ist denn? Ich bin Bella Barabasch, Redakteur von Bester Leut. Möchte gerne wissen, was mit diesen Elementen geschieht. Schau zu, Lucky, dass du deine Schmierfinger nicht in die Tür bringst. Ich weiß nicht, wieso das hinter verschlossenen Türen statt. Sie haben das Recht. So, ihr Frichter. Jetzt packt sie erst mal eure Taschen aus. Wir sind von diesen matjarischen Hunden überfallen worden. Na, wir haben uns müssen zur Wehr setzen. Soldatenehre retten. Bitte, es sollte ein Scherz sein. Es ist in ein Missverständnis ausgeartet.
Bei wem ist das? Lukas, Oberleutnant im 91. Infanterieregiment. Nein, melde gehorsam, das ist eine Fälschung. Ich habe den Brief höchstpersönlich geschrieben. Fälschung? Mhm. So, so. Das ist Ihre Schrift. Dann schreiben Sie uns doch den Brief gleich nochmal. Naja, ich möchte Ihnen gerne die Freude machen, aber es wird nicht gehen, weil einer von diesen madiarischen Hunden, der hat mir mit dem Bajonett über die Pratzen gehört, dass alles ganz steif ist. Wir werden den Brief in die Regimentskanzlei schicken. Dann können Sie ihn dort vergleichen. Da wird schon was Handschriftliches von ihm sein. Einer Abendblatt über Sie steht, wird behauptet, Sie hätten die Frau Kakoni in Ihrem Speisezimmer direkt beim Mittagessen versucht zu vergewaltigen. Ihren Gatten haben Sie mit dem Säbel bedroht und ihn gezwungen, ein Handtuch in den Mund seiner Gattin zu stopfen, damit sie nicht schreit. Das Divisionsgericht hat mich beauftragt, Sie als Ihren direkten Vorgesetzten zu verhören. Ich mache das natürlich nur so pro forma, dass meine Herren Offiziere nicht von dieser magyarischen Schweinepresse beleidigen. Also Hand aufs Herz, Lukas. Wie oft haben Sie mit ihr geschlafen? Ich habe ja erst zu korrespondieren begonnen. Ha, korrespondieren, das ist gut, das kenne ich. Sie haben sich mit ihr eingelassen, der Mann ist draufgekommen und dieser Idiot, dieser Schweg. Wissen Sie eigentlich, dass dieser Schweg ein Charakter ist? Ja, frisst das Corpus Delicti einfach auf. Ich stelle das Verfahren gegen ihn ein. Sie, Herr Oberleutnant, sind von der Presse kompromittiert worden, daher ist ein Aufenthalt hier Ihnen nicht mehr zumutbar. Im Laufe der Woche geht eine Marschkompanie an die russische Front. Sie werden es als Kompaniekommandant übernehmen. Zu Befehl, Oberst. Sagen Sie dem Rechnungsfeldwebel, er soll Ihnen einen neuen Burschen besorgen. Danke, Oberst. Und den Schweg, den teile ich Ihnen als Kompanieordonnanz zu. Servus. Wie gefällt dir, Kamerad Dub? Zum Späben.
Wenn sich ein Tschech als Österreicher aufführt, ist er noch schlimmer als ein echter Österreicher. Schimpf und Schande jenen ehrlosen Gesellen, die Kaiser und Reich verraten und die Ehre der Nation beschmutzen. Was schauen Sie mich so blöd an? Meine Herr Leutnant, ich wundere mich nur, dass der Befehl erst heute verlesen wird, wo er schon vom 17. April ist. Was erlauben Sie sich? Wollen Sie Ihre Vorgesetzten kritisieren? Wie heißen Sie? Meine Herr Leutnant, Schweig Josef, Kompanieordonnanz, 11. Waschkompanie. Merken Sie sich eines, Sie Hornochse! Und auch die anderen schreibt euch hinter die Ohren. Jeder Offizier ist vor sich selbst das vollkommenste Geschöpf und hat hundertmal so viel Verstand wie alle zusammen. Der Offizier ist ein notwendiges Geschöpf, während ihr Soldaten rein zufällige Geschöpfe seid. Ihr könnt ohne eure militärische Obrigkeit nicht mal furzen. Leutnant, die Ordnung soll sofort zum Büroleutnant kommen. Also Korporal Skodacek übernimmt mit zwei Mann die Nachtwache vor dem Fourage-Wagon. Herr Oberleutnant... Schauen Sie mal nach, Schweig. Schauen Sie mal nach, warum wir da anhalten. Ja. Herr Oberleutnant, meine Gehorsamst, es ist ein Bahnhof. Herr Oberleutnant, vielleicht gibt's eine Verpflegung. Ach, das wäre ein Wunder. Gehen Sie in den Kanzleiwaggon, sagen Sie dem Ballon, er soll meine Semmel bringen. Jawohl. Ja, und dann die Leberpastete, die unten im Rucksack in Staniolpapier gewickelt ja. ist. Und dann sagen Sie dem Warnig, dass er ein Esel ist. Ja. Dreimal habe ich von ihm verlangt, er soll mir den genauen Mannschaftsstand angeben. Und wie ich es heute gebraucht habe, habe ich nur den alten Stand von der vorigen Woche gehabt. Ja. So, ein Esel. Bis vorgestern. Bis vorgestern, na, wo ist? Ja, bis vorgestern habe ich einen gewissen Nikodem geführt. Und erst bei der Lähnung habe ich erfahren, dass er bereits in Budweis im Garnisonsspital verstorben ist. Und da sagt mir noch der Herr Oberleutnant, dass ich ein Esel bin. Na, so wird er sich keine Freunde machen. Rechnungsfeldwebel bei einer Kompanie ist kein Gefreiter, mit dem sich jeder etwas auswischen kann. Na, Sie wissen schon was. Den Hintern. Also, Sie werden kuschen, ja? Die scheißen uns was mit der Verpflegung. Denkt, wir sollen 15 Decker Salame kriegen. Ha, als Ersatz gibt's Ansichtskarten. Daran könnt ihr euch satt sehen. Alles durch in die Waggons. Los, 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 los. Der Oberleutnant hat gesagt, du sollst ihm eine Semmel bringen und dann sollst ihm bringen die Leberpastete, die was in seinem Rucksack ganz unten ist, in Staniolpapier eingewickelt. Ich hab sie nicht. Was? Ich hab's nicht. Ich hab's aufgemacht und hab geschaut und dann hab ich daran gerochen und dann hab ich gekostet, ob sie nicht schon verdorben ist. Dann hast sie aufgefressen mit samt dem Staniolpapier, was? Ich hab mir gedacht, der liebe Gott bestraft die Seinen, aber er lässt sie nicht verhungern. Der liebe Gott hat auch die Vielfraßen und die Übermäßigen in die Welt gesetzt. Und er sorgt für sie, wie für die Blumen auf dem Feld. Komm. Meine Gehorsamste, Herr Oberleutnant, ich glaube, man sollte sich zu einer Sache bekennen, bevor das sie explodiert. Also was gibt's? Meine Gehorsamste, Herr Oberleutnant, haben den Befehl gegeben, dass ihnen dieser Ballon die Leberpastete holen soll. Und der Befehl konnte nicht durchgeführt werden. Weil ich, Herr Oberleutnant, diese Leberpastete aufgefressen habe. Was? Ja, die Sache kommt aus Folgendem. Ich habe gehört, dass Leberpastete sehr leicht verdirbt. Und in der Zeitung gelesen, dass eine ganze Familie sich ausgerottet hat, weil sie vergiftete Leberpastete gefressen hat. Leberpastete ist der größte Mist. Was fehlt in dem Ballon? Ich habe die ganze Leberpastete aufgefressen, nicht ganz alleine. Herr Oberleutnant, ich habe mich vor Ihnen stellen wollen und jetzt hat sich der Dummkopf selber verraten. Jetzt schlotter mir hier nicht herum, du Esel, besser dich lieber. Mit seinen Zehner schauen Sie, ob Sie auf dem Bahnhof oder in der Umgebung was zum Essen auftreiben. Danke, Gehorsamst, Herr Oberleutnant. Herr Oberleutnant, bitte, wenn ich nicht zurück sein sollte, bis der Zug abfährt, bitte nur ruhig weiterzufahren. Ich hole ihm schon ein bis zur nächsten Station. Und wenn ich mir auf eigene Kosten einen Fiaker nehmen müsste. Also, Herr Oberleutnant, bitte nur keine Angst zu haben. Ich komme bestimmt. Schieb ab, komm. Schieb ab, jawohl. Komm, Ballon, schieb ab. Komm.
Ihnen das? Meine Gehorsamste, Herr Leutnant, ich habe in meinem Leben schon viel blöde Sachen gesehen, aber sowas Blödes habe ich noch nicht gesehen. Was gefällt Ihnen denn daran nicht? Meine Gehorsamste, Herr Leutnant, es gefällt mir nicht, wie dieser Soldat mit den ihm anvertrauten Waffen umgeht, weil es ist leicht möglich, dass er das Bajonett an der Mauer abbrechen kann. Außerdem, der Russe hebt die Hände, also ergibt er sich. Und der durchbohrt ihn, das soll er nicht machen. Weil Gefangene muss man anständig behandeln, Gefangene sind auch Menschen. Ihnen tut der Russe leid, nicht wahr? Meine Gehorsamste, Herr Leutnant, mir tun beide leid. Erst einmal der Russe, weil er durchbohrt wird, und zweitens dieser Mann, weil er eingesperrt wird, wenn er sein Bajonett an dieser Mauer abbrechen wird. Also bei uns in der Kaserne, da sind einmal an einem Silvester 16 Bajonetten abgebrochen, wie wir Kokosnüsse aufgemacht haben. Und 3 Monate hat man uns nicht aus der Kaserne gelassen. Kennen Sie mich? Jawohl, Herr Leutnant, ich kenne Sie. Und ich sage Ihnen, dass Sie mich nicht kennen, aber Sie werden mich noch kennenlernen, Sie Esel. Ich werde Sie noch zum Weinen bringen. Von beispiellosem Verrat und maßloser Habgier verführt, hat der italienische König die brüderlichen Bande vergessen, die ihn zu einem Verbündeten unserer Monarchie machten. Er spielte die verräterische Rolle eines maskierten Heuchlers, dessen Verrat in der Kriegserklärung an unsere Monarchie gipfelte. Unser allerhöchster Kriegsherr ist überzeugt, dass unsere tapferen und glorreichen Truppen dem treulosen Verräter mit einem verdienten Schlag antworten werden. Wir wollen siegen, wir werden siegen, denn wir müssen siegen. Unser geliebtes Vaterland, unser Kaiser Franz Josef, Sie leben hoch! 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 Jetzt haben wir's. Jetzt liegt uns statt 15 Decker Salami der Krieg mit Italien im Magen. Wir trinken auf unseren Sieg über Italien. Herr Rechnungsfeldwebel, glauben Sie erst, wenn wir Krieg haben mit Italien, dass die Portionen kleiner werden? Das ist doch klar wie Schuhwix. Wo hast du die her? Stell keine blöden Fragen, kriegst du keine blöde Antwort. Eines für Herrn Oberleutnant, eines für uns. Hat sie nicht schon krepiert? Aber nein, ich habe Ihnen höchstpersönlich den Hals umgedreht. Das ist der Kopf von einer wellischen Henne. Das sind sehr gute Eierleger. Schauen Sie, Herr Leutnant, wie schön fett das Tierchen ist. Hm? Für wen wird dieses Huhn zubereitet? Meine Gehorsamste, Herr Leutnant, dieses Hähnchen wird für uns zubereitet. Schauen Sie nur, wie schön fett es ist. Sie kennen mich noch nicht! Aber ich werde Sie noch kennenlernen! Von mir werden Sie noch weinen! Na, was ist das, Schenksalzen? Natürlich. Wo ist das andere Händel? Was ist? Wer hat die Kerle? Wer hat die zweite Kerle weggenommen? Also bitte, bitte schaut's ihm an, er nimmt eine Keile weg, damit er sie für sich allein kochen kann. Weißt du, was man mit Soldaten macht, die ihre Kameraden bestellen? Man bindet sie vor eine Kanone und schießt sie mit einer Kartätsche in die Luft. Wenn wir an der Front bei der Artillerie vorbeikommen, meldest du dich bei der ersten Kanone. Und jetzt gehen wir hinaus exerzieren, damit du lernst, dass man seine Kameraden nicht bestellen darf. Geh mal! Gehen Sie, Baron, gehen Sie, Soldat! Stellen Sie sich ordentlich auf! Ich werde Ihnen schon zeigen! Hab! Ach! Riecht! Da ist rechts! Marschieren! Marsch!
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
wiederum die 2. Und wenn man die 2 noch einmal nimmt, dann hat man also, wie gesagt, die 4. Die 4 braucht man nur als letzte nehmen, und zwar doppelt, so bleibt die 8. Da gibt es überhaupt kein Irrtum. Herr Feldwebel, wenn Sie mal ein Hunderl brauchen, wenden Sie sich an mich. Yeah. Ja, Ochse. Ja, na wohl. So, Mann. Dass Sie nur endlich da sind, das da, das ist Ihr Huhn. Hoffentlich ist es noch nicht kalt, und das ist für Sie, ja. Ballon. Ja. Das da, Rieser. Ja. Na schon, du Ballon, hoffentlich ist dir das genug, was? Schau, das ist ja... diese Gefräßigkeit datiert ja nicht von diesem Krieg. Das war ja früher auch schon so. Bedinglich bitte. Wirklich mehr als genug. Na, da hat ja dein Schweig endlich mal funktioniert. Ja, aber was ist mit der Verpflegung für die Mannschaft? Na, laut unserer Marschroute sollten wir bereits an der galizischen Grenze sein. In Humena hätten wir bereits für 3 Tage Brot und Konserven fassen sollen. Aber bis dahin sind noch 10 Stunden Fahrt. Also mehr kann ich vielleicht nicht abzwecken. Die Schokolade müsste da sein. Geben wir schon wieder. Ach, eine so elende Fahrt wie jetzt haben wir noch nicht gehabt. Mit dem ersten Marschbataillon an die Front gegangen bin, habe ich 10.000 Memphis versteckt. Und zwar in der Emmentaler. Da hat man Geschäfte gemacht. Hauptmann sagt, er hat mich zum Bataillonsgeschichtsschreiber ernannt. Er hat mich zu Ihnen geschickt, damit Sie mir den Platz in dem Waggon hier anbieten. Sonst gehöre ich allerdings dem Bataillonsstab an. Ja, gut, suchen Sie sich irgendein Ecker raus. Platz ist ja genug, ne? Außerdem muss ich Sie noch darauf aufmerksam machen, dass ich politisch verdächtig bin. Mein Gott, heutzutage nichts Merkwürdiges mehr, ne? Lassen Sie halt alle solche Reden sein, und damit ist so redig. Bei uns wird man jetzt gerade schlachten. Mein Schweindl müsste jetzt 150 Kilo haben. Eigentlich ist es eine richtige Hetz, die Geschichte eines Bataillons auf Vorrat zu schreiben. Hier zum Beispiel steht, dass unser Bataillon, das wird in ungefähr 2 Monaten sein, eine russische Division vollständig aufgerieben hat. Allerdings gab es bei uns schwere Verluste, denn ohne Tote kein Bataillon. Hören Sie, was für einen Tod haben Sie denn mir zugetan? Nur nicht so rasch, Herr Rechnungsfeldwebel. Jeder kommt dran. Sie, Ballon, sterben eines ganz besonderen Todes. Sie werden von einem Lasso erdrosselt, das von einem feindlichen Aeroplan geschleudert wird, gerade in dem Moment, wo Sie dabei sind, das Mittagessen Ihres Oberleutnant Lukas aufzufressen. Da wird in der Geschichte wenigstens nicht drinnen stehen, dass du dich tot gefressen hast. Nein, du bist für Gott, Kaiser, Volk und Vaterland krepiert. Ach, mach keinen Schmäh. Außer Hunger haben wir vom Krieg noch nichts gesehen. Es fand sich aber hübsch langsam an. Sakrament! Verfluchte Schweinerei! Was ist denn hier wieder los? Ja, was wollen denn Sie denn hier? Ihr Transport ist ja gerade angemeldet. Herr Major, dem Regimentsbefehl zufolge fahren wir laut Marschrichtung nach Gödelö. Die Mannschaft soll hier 15 Decker Emmentaler bekommen. Oh, da wird nichts draus. Die Mannschaft hätte bereits in der vorigen Station 15 Decker Salami fassen sollen. Hat nichts bekommen, Herr Major. Aber mir ist nichts bekannt von einem Befehl, der die Ausgabe von 15 Dekar Emmentaler Käse an böhmische Regimenter betrifft. Aha. Wann fahren wir weiter, Herr Major?
Ja, vor Ihnen steht ein Zug mit schwerer Artillerie nach Galizien. Der fährt in ungefähr einer Stunde ab. Auf dem Gleis 3, da steht ein Sanitätszug. Der fährt 25 Minuten nach dem Artilleriezug. Und auf dem 16er Gleis, da steht ein Munitionszug. Der fährt 10 Minuten nach dem Sanitätszug. Also Sie sehen, ich habe alle Hände voll zu tun. Mich interessiert nur mein eigener Transport. 20 Minuten nach dem Munitionszug. Das heißt, wenn sich nichts daran ändert. Tja, wenn uns die Division im Stich lässt, dann müssen wir uns eben selber helfen. Da siehst du, was uns alles bevorsteht. Das ist schrecklich. Ich hab nie gedacht, dass mich sowas einmal erwarten wird. Was ist los? Melde Gasobsterleutnant, dass wir schauen. Und worauf schauen Sie? Melde Gasobsterleutnant, dass wir hinunterschauen. Wer hat Ihnen dazu die Erlaubnis gegeben? Melde Gasobsterleutnant, das war der letzte Wunsch von unserem Oberst Schröder in Bruck. Er hat bei seiner Abschiedsansprache gesagt, wenn wir auf den Kriegsschauplatz kommen, sollen wir uns alles haargenau anschauen, was einem Soldaten von Nutzen sein kann. Und hier sehen wir, was ein Soldat alles wegschmeißen muss, wenn er in die Flucht geschlagen wird. Aha. Sie denken also, dass ein Soldat die Patronen wegwerfen soll? Oder das Bajonett, wie Sie es hier sehen? Very good, Sam, das nicht, aber belieben, Herr Leutnant, vielleicht einen Blick auf diesen blechernen Nachttopf zu werfen. Ich sage euch, dass ihr nicht unnütz herumgaffen sollt. Ihr kennt mich noch nicht. Aber bis ihr mich kennenlernen werdet. Abtreten! Sie bleiben hier schick. Ja, Herr Leutnant, hoffentlich hält sich das Wetter. Weil bei Tag ist jetzt nicht zu heiß, in der Nacht ist nicht zu kalt. Ich glaube, jetzt wäre die Zeit, diesen Krieg zu führen. Kennen Sie das? Melde Gossams, das ja. Mein Herr Oberleutnant Lukas hat den nämlichen. Also merken Sie sich, Kerl, dass Ihnen etwas sehr Unangenehmes geschehen könnte, wenn Sie in Ihrer Propaganda fortfahren. Propaganda! Jawohl, Propaganda! Schauen Sie, dass Sie verschwinden, Schweig. Sie wünschen, Herr Soldat. Mautzer. Bitte, sich zu bedienen, Herr Soldat. Bitte schön. Was kostet das? 20 Heller. 20 Heller, so. 15. Was doch ein Schnaps? Schnaps habe ich auch, hochwertiger Soldat, bitteschön. Dankeschön. Was treibst du dich hier um? Kennst du mich? Meine Gäuse aus der Leutnant, dass ich einen Leutnant nur von der besten Seite kennen möchte und nicht von der schlechtesten, damit der Leutnant nicht mich wieder zum Weinen bringen müssen. Wo warst du, du Schuft? Meine Gossamste Leutnant, ich habe mir ein paar Bonbons gekauft, aber ich habe schon gekostet, aber wenn Herr Leutnant nicht grausen möchte. Was trägst du hier? Sieht das heraus? Meine Gossamste Leutnant, ich habe mir in eine alte Cognacflasche ein bisschen Wasser eingefüllt, weil ich einen großen, großen Durst habe. Nur das Wasser hat einen so komischen braunen Stich. Schmeckt ein bisschen eisenhaltig, hat man mir gesagt. Wenn du so einen Durst hast, dann trink. Aber tüchtig. Trink das Ganze auf einmal. Schmeckt wirklich ein bisschen eisenhältig. Weiter. Weiter. Ganz. Lege aus, Herr Leutnant, es schmeckt wirklich ein bisschen nach Eisen. Ich werde dir Eisen geben. Komm, zeig mir den Brunnen, wo du das Wasser her hast. Herr Leutnant, es ist nicht weit von dir, es ist gleich um die Ecke. Geh voraus, Pollard. Ja. Bitte, hier ist der eisenhaltige Brunnen. Pumpen Sie. Pump ich, jawohl. Aber Leutnant, man pumpt schon. Pfui, Teufel! Das ist ja die reinste Jauche. Was kaffen Sie denn so blöd? Scheren Sie sich in Ihren Waggon? Scher mich jetzt in meinen Waggon, aber Leutnant, jawohl! Hm.
Sag, hat der wirklich von dem Wasser getrunken? Na, selbstverständlich, nach dem alten Sprichwort. Ein gutes Schwein frisst alles und wird trotzdem dick. Und jetzt bitte ich dich, führ mich in meinen Waggon. Bis jetzt habe ich es ausgehalten, aber jetzt kann ich nicht mehr. Der Schweinkerl hat mir eine ganze Flasche Cognac austrinken lassen. Sie mich an. Was riecht man da aus dir, Kerl? Meine Gott, Herr Leutnant, aus mir riecht man Rum. Aha, Bürschchen, habe ich dich also doch erwischt. Meine Gott, Herr Leutnant, wir haben Kaffee mit Rum gefasst und ich habe den Rum zuletzt getrunken, daher riecht man ihn noch aus mir. Aber wenn, Herr Leutnant, wenn es eine Vorschrift geben sollte, dass man zuerst den Rum und dann den Kaffee trinken muss, bitte, dann wird es nicht wieder vorkommen. Ich habe es nicht gewusst. Merkt euch alle, dass eine Zeit kommen wird, wo ihr von mir heulen werdet. Ihr Transport ist nicht in Ordnung. Ihr Transport schläft nicht. Weil Transporten soll, wenn Sie in dem Bahnhof stehen, wie in der Kaserne, um 9 Uhr geschlafen werden. Wie viel ist es jetzt? 11:30, Herr General. Um 6 Uhr bekommen die Soldaten ihr Gulasch mit Äpfeln. Um 9:30 scheißt sich das Militär in den Latrinen aus. Und um 9 Uhr wird schlafen gegangen. Vor einem solchen Heer flieht jeder Feind entsetzt. Lassen Sie Bereitschaft blasen. Jawohl, Bereitschaft blasen. Alarm! Ausreden! Alarm! Neben den Waggons in Linie antreten! Herr General, meine Genossen, das ist also Ihr Bataillon, Herr Hauptmann! Das ist ein gähnendes Bataillon. Die Mannschaft hat um 9 Uhr schlafen zu gehen. Vortreten. Böhm oder Deutscher? Meine Gehorsamste, General. Böhm. Gut. Warst du schon auf der Latrine? Meine Gehorsamste, General. Das nicht. Warum bist du nicht mit den übrigen Scheißen gegangen? Meine Gehorsamste, General. Ich hätte nicht was zum Heraustrinken gehabt. Wir hätten schon auf einigen Bahnhöfen das Nachtmahl bekommen sollen, aber bekommen haben wir nichts. Schicken Sie alles in die Wagen zurück. Bataillon! Wegtreten! Wie kommt es, Herr Hauptmann, dass Ihre Mannschaft kein Abendessen bekommt? Hier ist die Verpflegstation, das geht nicht anders. Es besteht ein bestimmter Plan.
Es bleibt also nichts anderes übrig, als diesen Zug bis morgen Abend 6 Uhr hier zurückzuhalten, bis die Mannschaft ihr Gulasch mit Erdäpfeln bekommt. Ja. Es geht nicht alles auf einmal. Aber je länger der Krieg dauert, desto mehr kommt alles in Ordnung. Im Kern ist Ihr Bataillon gesund. Genau. Der Mann, mit dem ich gesprochen habe, erweckt durch seine militärische Haltung die beste Hoffnung auf den Sieg. Er wird bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Musst du lesen, das ist hochinteressant. Zwanek! Ja. Einstellen! Aufstehen! Ab, ab! Rechts und links! Stopp! Ruth! Weitermachen! Diesen Mann habe ich doch schon einmal gesehen. Meine Gehorsamshoheit, dieser Mann ist blödsinnig, als Idiot bekannt, ein notorischer Dummkopf. Was sagen Sie, Herr Leutnant? Dieser Mann weiß, was sich gehört, wenn er einen Vorgesetzten sieht, besser als Sie. Sie hätten das Kommando geben sollen, aber Sie haben mich ignoriert. Hast du dir den Arsch schon ausgewischt? Jawohl, Leute, alles erledigt, fix und fertig. Zieh dir also die Hosen hinauf und stell dich dann wieder hart acht. Notieren Sie diesen Mann bei Eintreffen an der Front unverzüglich befördern und bei nächster Gelegenheit für die bronzene Medaille vorschlagen, wegen genauer Kenntnis und Ausübung des Dienstes.